So, Leute, willkommen zum neuen Part von Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir den Dungeon abgeschlossen, zusammen mit Blader. Und die Bomben erhalten danach dann, ne? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen Spiegelung und so. Und ich bin sauer auf Outer City, weil es gerade schon wieder mittendrin hat also nach 12 Sekunden aufgehört hat zu funktionieren. Zum Glück habe ich es gleich am Anfang gemerkt. Naja. Also, dann wollen wir doch mal gucken, was sich jetzt hier so machen lässt. Wir haben jetzt sowohl Pfeile als auch... Das war nicht das, was ich haben wollte. Pfeile als auch Bomben. Deswegen können wir uns jetzt, wenn ich die Bomben finde, da sind die Bomben, Bombenpfeile machen. Das wollen wir auch gleich mal tun. Ich komme mit der Steuerung gerade nicht so ganz klar. Gerade eben noch Super Mario Galaxy gemacht. Ein paar Parts. Deswegen. So. Ja, wir müssen natürlich den Knopf auch gedrückt halten. Schalten. Ah. Ah, okay. So kann man einfach hier oben ist schon mal ein Herz erfinden, genau. Denn jetzt heißt es für uns erstmal wieder jede Menge Herzteile einsacken, denn hier gibt es echt viele. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube, 5 Stück gab es hier. Bin mir gar nicht sicher, 4 oder 5. Damit haben wir schon mal Nummer 1 von dieser Reihe. Nächste ist dann hier. Blob. Ich wusste aber nicht, dass man umschalten kann zwischen Nummern und... Na, okay. Ach, wenn wir gerade hier sind, kann ich euch gerade ein cooles Easter Egg zeigen. Und zwar kann man diese Hühnchen hier, wenn man die oft genug schlägt, ihr wisst ja, in Ocarina of Time haben die einen Angriff und gelten so gesehen auch als die stärksten Spielgegner des Spiels. Aber jetzt muss ich nur oft genug treffen und das wird ja jeder finden. Wo bist du, Hühnchen? Hühnchen, stirb! Hühnchen, stirb jetzt! So, hat es geschafft. Und das ist das Easter Egg, man kann das Huhn spielen. Yay, das Huhn spielen! Ich finde das so geil, wie man das Huhn einfach spielen kann, wenn du durch die Gegend rennen kann. Willst du auch Schläge? Na okay, kriegst du es heute geil. Aber das ist einfach... Das Easter Egg muss... Das Easter Egg ist einfach Hammer. Ich finde das einfach ziemlich geil gemacht. Wenn noch so eine Idee kommt, dass man einfach mal so das Hühnchen spielen kann. Ich find's cool. Und hier kann man hinter die Quelle gehen und kann hier einfach mal seine Eisenstiefel anziehen. Und hier reinspringen. Denn da unten ist eine Truhe, die wir haben wollen. Ganz klar. Natürlich sollten wir sich zu viel Zeit lassen, weil wegen Luft und so. Und wir haben hier ein weiteres Herzteil. Wer hat es erwartet? Und damit haben wir einen neuen Herzcontainer, weil wegen fünf Herzteile, ne? So, wir schwimmen nach oben. Langsam geht es die Luft aus, aber wir konnten uns zum Glück noch retten. Vor allem uns jetzt hier absäuft. Wir hatten schon ein paar Tode, die nicht so gemeint waren. Also, beziehungsweise so ein paar Sachen. Also, zum einen die Sachen mit den Stacheln und zum anderen das mit der Lava im letzten Moment in Part 14. War ja die Runde mit der Lava, die wir eigentlich nicht haben wollten. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Moment, jetzt muss ich kurz gucken, wie ich da hinkomme, wo ich hin will. Ich will da hoch. Wie komme ich da hin? Indem ich... Nein, wir müssen die Geronen jetzt nicht mehr böse schlagen, wie wir sind. Nicht so, muck dich zusammen hier. Nee, sondern wir machen einfach, die vier Mine, bla, blub. Ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Ja, und jetzt können wir nämlich, jetzt machen sie es freiwillig, ohne dass wir sie dazu zwingen müssen. Dann können wir einfach uns, schwupp, auf Sache katapultieren lassen. Ist das nicht toll? Die Geronen helfen uns. Wir sind Freunde fürs Leben. Yay. Und so, irgendwie. Egal, dann ist das Haus, das wir geschrottet haben. Hallo Haus. Und wir wollen trotzdem noch ganz oben. Ist noch ein Stückchen hin. Wir können die Fallkombi wieder ausmachen. Ich komme mit der Steuerung gerade im Menü noch nicht klar. Also, dass es auf das Steuerkreuz gelegt wurde. Das fand ich so ein bisschen doof. Also, bla 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 la 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 la. Schieß mich hoch. Aufsteigen. Plop. Und zwar wollen wir zum höchsten Punkt des... der ganzen Stadt, Flop, und wollen mit jemandem reden, den wir schon kennen. Link, mach schneller, du bist so langsam wie sonst was. Mach hinne. Und da ist er. Link, ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster alle angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte, dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Link. Kannst du mir nicht mehr beibringen, wie man da sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir zeigst, wie du schießt. Bitte. Na gut. Ja, super.
Da unten von dem Rand steht Mauro. Geh am besten zu ihm und zeig's mir von dort aus, ja? Und jetzt haben wir wieder eine Runde Schießüben. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit dem Pfeil und dem Bogen umgehen? Nee, der hatte keinen Akzent. In Ordnung habe ich da nie mit einem Bogen gesehen. Naja, egal. Versuch erstmal, das da zu treffen. Das war der falsche Knopf. Das ist doch keine Herausforderung. Wobei mit der Steuerung hier von dem Controller ist es schon ein bisschen schwieriger. Na schön, das war viel zu einfach. Wie wär's damit? Das ist kein Thema hier. Dann treffe ich auf Anhieb. Flop. Hey! Hier oben! Das ist der Versuch, das hier zu treffen. Das ist immer mehr oder weniger so eine Art Glückssache. Da ungefähr, ne? Wohohoho, getroffen auf Anhieb. Wahnsinn, getroffen, du hast getroffen. Danke, Link. Nanu, wenn du dir Mühe gibst, bist du richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Ja, könnte man so sagen. Punkt, Punkt, Punkt. Nimm das hier. Wer hat sein Herzteil? Super. Damit wäre das nämlich auch erledigt. Das ist eigentlich einer von meinen Lieblingsfests. Kann man... Mal sehen, ob ich nochmal treffe. Ich will nochmal treffen. Da muss man echt schon... Ah, noch getroffen. Ha! Und da hab ich das Schwert getroffen, Link. Super. Toll. Yay, und jetzt bekommen wir noch ein neues Item. Wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten wir ja dann zumindest wieder jetzt bekommen können. Ich guck mal auf die Zeit. Die Zeit sagt doch jede Menge Zeit. Ja, wir können es schon bekommen. Hey, Link. Kaufst du was? Ich muss mit den Stimmen, komme ich nicht ganz klar. Falkenauge mit diesem Falken... Warte, ich will das wissen, was da steht. Mit diesem Fernglas kannst du ganz wie ein Falke ferne Dinge erspähen. Das hätte ich gerne unter anderem wegen 100% und zusätzlich halt einfach noch, dass wir das mal eventuell brauchen könnten. Boah, hier ist halt das Geld und so. Ich kann es euch ja mal kurz demonstrieren. Moment, I demonstrated, sobald ich hier draußen bin. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir da mit Bombenfallen drauf geschossen hätten? Egal. Ich zeig's euch ganz kurz. Wir haben hier das mittlerweile füllt sich unser Inventar schon ganz schön. Wir kombinieren das mit dem Bogen. Wenn wir jetzt den Bogen auspacken, können wir hier. Moment, jetzt muss ich den Knopf natürlich noch finden. So, können wir jetzt ganz genau zielen, wo wir hinschießen wollen. Und können ganz genau oben dran schießen, zum Beispiel. Aber kann man, glaube ich, auch erst haben. Ah, so kann man dann. Ah, okay. Kann man aber auch erst bekommen, wenn man. Ja, wenn man die Quest gerade eben gemacht hat. Entschuldigung, ich war jetzt gerade irgendwie so ein bisschen abseits, weg von der Spur, so minimal. Da war das Hühnchen von vorhin. Das ist nicht toll. Ja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg in diese Richtung. Ah, stimmt, da brauchen wir Epona für. Sonst kommen wir nicht über das Tor drüber, es ist ja noch abgesperrt. Ich vergaß. Badabaum. Wo ist Trollerloi? Wo ist er denn? Wo ist eigentlich Epona? Ich meine, ah, da. Fand ich gerade eben noch hier vorne? Egal. So. Wir reiten jetzt erstmal voll drauf los. Reiten Leonard um, reiten das Hühnchen um. Reiten den Kronen um. Und machen uns auf den Weg. Auf die Helianische Ebene, Steppe, wie auch immer es nochmal hier hieß. Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Schon so lange her, dass ich aufgenommen habe. Wobei, warte, wie lange ist jetzt her, dass ich mit Blade aufgenommen habe? Noch nicht so lang. 2 Tage, glaube ich. 3 Tage. 2 Tage, dass ich aufgenommen habe mit Blader. Ebene von Hyrule. Das war hier schon ein bisschen länger her, aber... Wobei, nee, 2 Tage ist vielleicht her, dass der letzte Part darauf ist. Egal. So, wir wollen jetzt hier... Hopp, erstmal runter, denn... Hier gibt es ein Herz halt zu holen. Man kann natürlich die Bomben auch einfach so benutzen. Plopp. Mach Kaboom! Danke. So. Ich finde es aber mit dem Fallen etwas angenehmer zu handhaben. Weil man damit genauer zielen kann. So. Epische Melodie. Ist voll geil. Und so weiter. Hier haben wir die Ratten hoch. Das ist ein recht gutes, gut verstecktes Herzteil. Ja, man bekommt hier nämlich auch ein Herzteil. Ne? Wer hätte das erwartet? So. Und so. Und so. Und oben. So. Jetzt können wir hier drauf und haben hier oben einen Felsen, den wir kaputt machen wollen. Putte, putte. Und so. Mit dem Knopf finden ist damit auch noch angesagt. Kaboom! Warte mal, ich will was probieren. Bombe explodiert nicht, Bombe explodiert nicht. Ja, dumme Spielerei. Und hoppala!
Ja, das muss ganz schön was an Kraft kosten, da sich drauf zu sitzen, da sich festzuhalten. Ach ja, was mir gerade auffällt. An links, rechtem Arm, linken Arm, Entschuldigung, mein Fehler, ist so ein Schutz, dass sich da der Falke drauf sitzen kann. Extra dafür gemacht, wie es aussieht. Hopp. Als ob die damals schon gewusst hätten, der ist der Held, der hantiert mit Falken und der braucht so ein Ding. Kann ja nicht schaden, also. Als Begrüßung. Und du hast ein Herzteil. Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich ja gerade überhaupt nicht gespoilert habe oder so. Yeah. Und hopp. Und da haben wir die komischen Gegner, die sind Grabbler oder wie auch immer die heißen. Kennen wir auch schon aus Ocarina of Time. Nervige Viecher, genauso aus Majora's Mask, waren die auch da. Nur minimal anders designt, sind immer noch genauso nervig. Wo ist denn die Brücke? Da ist die Brücke. Und das ist ein Gegner. Ach, ich kann außerdem mal wieder die Combo ausmachen hier. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich höre das mal so aus. Fand ich nicht. Kann ich ehrlich. Tschüss. Einfach mal voll der Headshot da reingegeben und so. Auf geht's! Zum nächsten Gebiet. Was? Epona, warum willst du da nicht weiterreiten? Und ich hätte sagen, wir kommen gleich nicht mehr zurück. Wobei, noch kommen wir zurück. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Ich war jetzt Pfeile. Das Ding kann man ein bisschen vor sich hin brützeln. Boom! Wand kaputt. Und jetzt haben wir keinen Weg mehr zurück. Denn wir dürfen zusehen, wie mein Controller vibriert. Wie die Brücke vor unseren Augen verschwindet. Ah, das Mittelstück der Brücke ist weg. Das werden wir so schnell nicht wiedersehen, kann ich euch schon mal sagen. Das kann ich euch schon mal sagen. Dafür haben wir hier ganz tolle Viecher, die eigentlich in den Abgrund fallen sollen, weil da das Portal drüber war, aber egal. Die dürfen wir jetzt zum ersten Mal als Mensch besiegen. Und das ist auch so eine ganz tolle Sache, die sich immer so schön machen lässt. Erstmal dürfen wir jetzt hinrollen, weil sie ja so weit weg sind, die Viecher. So war es nicht gemeint. Ach komm. Ja, das machen die nämlich auch als... Okay. So, und damit werden die auch down. Muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ah, ich habe außerdem gerade einen Pfeil gefunden, wie ich sehe. Ich habe kaum noch Pfeile, fällt mir gerade ein. Wenn ich das sehe. Den Wappen können wir, by the way, nicht benutzen. Als Wolf. Schon mal. Mann, ich spoilere die blöd. Warum spoilere ich so viel? Der liegt nämlich genau über dem Abgrund. Über den wir jetzt nicht reinspringen wollen. Das wäre nämlich taktisch und klug und so. Ihr versteht, was ich meine, oder? Hoffentlich. Ah, das ist ein Felsenmauer, die ist auch kaputt. Kaboom! Rubine. 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 Oh, roter Rubin, die Animation hatten wir heute noch nicht. Lassen wir ihn animieren. So. Hüppen mal kurz auf deinen Pferdearschtruff. Was ist denn für ein Scheiß heute? Ich bin halt irgendwie neben der Rolle. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab keine Peitschen mehr. Boah, auf einmal umgeritten. Und Weg vorbei. Genau, wir nehmen die Pun einfach mal mit rein. Können wir leider nicht. Kommst du uns hinterher, du Viechi, du? Nee, tust du nicht. Bleib schon weg. Bleib weg. Wir wollen dich gar nicht haben, also bitte. Ah, endlich sind wir hier. Ein Schattengestalt ist noch übrig. Das heißt, hier muss das letzte Gebiet sein, in dem wir durch die Schatten reisen. Es hängt nur davon ab, ob wir das Licht in dieses Gebiet zurückbringen können. Hey, du weißt, was ich... das habe ich jetzt nicht verlesen. Und was jetzt? Stand da, glaube ich. Wieder die geilen Zeichen. Ich wollte es mir gerade mal ansehen, aber es geht nicht. Ah,
Also, was ist? Soll ich dich mit ins Schattenreich nehmen? Jo. Also, tschüss, Menschengestalt und... Und weg sind wir. Wieder zurück im Schattenreich. Wieder als Mensch, der jetzt aufsteht und dann zum Wolf wird. Hi. Tschüss. So. Na gut, dann helfe ich dir eben. So, jetzt werde ich wohl in dieser Welt nie mehr... Jetzt würde ich wohl in dieser Welt nie mehr die Wolken in meiner Heimat sehen können. Oder vielleicht doch? Irgendwann? Mann, wie sieht's aus? Sollen wir gehen? Ja, ich hab's wieder mal, wie immer, mit dem Lesen. Es ist bei mir so eine allgemeine Sache, dass ich irgendwie immer was mit dem Lesen hab. Das ist der... Ah, kein Bock. Ich spring jetzt einfach durch. Ihr kriegt mich nicht! Nie im Leben kriegt ihr mich! Und da ist schon wieder irgendwas... Da leuchtet was rosa. Ein Pokéball! Ein Tasche. Warum ist das vorbei? Du hast am Riechen. Bitte, Link, kannst du mir eins versprechen? Erinnerung! Pass gut auf dich auf, ja? Tasche. Geruch der Kinder vergessen, neuen Geruch merken? Jo. Geruch von Lilia gewittert. Witterung von einem Weibchen? Das sehe ich dir doch am Gesicht an. Gut, dass wir eine Spur haben. Aber die Spur ist schon alt. Ob wir noch eine Chance haben, die Kleine zu retten? Und ich hasse auch noch nicht mit der Lache. Ich weiß auch nicht, das wird dieses Let's Play nicht mehr. Das wird nichts mehr. Durch die Landschaft speeden. Und das wird das längste Schattenreich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Bei anderen war es ja so, du kommst direkt zu dem Weltgeist. Und dann darfst du als allererstes direkt dann... Bub. Und... die Schattengeber finden. In diesem ist es ein bisschen anders. Da kommt dir dieses Schloss nicht bekannt vor? Endlich sind wir hier. Halte durch, es ist fast geschafft. Zumindest wäre es schön, wenn es so wäre. Aber von hier aus ist es... Oh Mann, von hier an ist es nicht mehr so einfach wie bisher. Also dann, gehen wir. Gehen wir? Das war ein Fragezeichen. Das war ausgezeichnet und Fragezeichen, Mann. Ah ja, ich kann noch sehen. Auch so folgen, wenn ich da war, die Spur. Aber ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Auf dem Weg sind noch ein paar Gegner, die wir einfach mal so ganz einfach umrempeln. Und das ist noch einer, der umgerempelt werden will. Boom! Weiter geht's. Das ist ein Vogel, der will auch einen aufs Maul haben. Tschüss. Fliegt 30 Meter weit. Mensch, liegt eine Power drauf, die ist auch nicht mehr normal, oder was? Wer will aufs Maul? Wer will aufs Maul? Du willst aufs Maul. Bam! Du willst aufs Maul. Bam! So. Noch einer, der aufs Maul will, kriegt gerne aufs Maul. Pflanze? Ich bin auch richtig gut. Wäre auch traurig, wenn nicht, weil ich eigentlich den Weg auch kenne. Also, ich kenne ja das Spiel ganz gut. Ist ein bisschen her, dass ich das mal gespielt habe. Also, abgesehen von dem Let's Play jetzt. Aber... ich dürfte es doch gut genug kennen, um zu wissen, was ich tue. Ich war. Guck mal, Gegner! Boom! Das war so nicht gemeint. Ich wollte ihn nicht nur einmal treffen, aber. Pff. Den kümmert's. Ist immer so trist hier. Ich mag das Schattenreich nicht. Ausrufezeichen. Ruhig sein aufs Maul. Ruhig sein aufs Maul. Und ich renn weiter. Die Passagen als Wolf versuche ich immer möglichst schnell durchzurattern, weil ich da keinen Bock drauf habe. Wenn ich ganz ehrlich bin. Hyrule Stadt. Döp-döp. Hyrule Stadt West. Und da wären wir auch schon in Hyrule und ganz viele Geister toben hier rum und irgendwie so, nicht wahr? Aber bevor es jetzt weitergeht, würde ich sagen, wir beenden den Part und schauen uns am nächsten Part an, was wir so in der Stadt hier finden, ob wir Ilja wiederfinden, was wir noch so entdecken und wie es mit dem Lichtgeist weitergeht. Ich würde sagen,
Ein Schlussfolgerung raus. Also würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Zelda Twilight Princess. Bis dann. Ciao.